Wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt drohen bereits am Mittwoch lange Staus auf den Autobahnen. Das gab der ADAC in einer Pressemitteilung bekannt. Betroffen sind demnach vor allem die Ballungsraum-Autobahnen sowie die Strecken in Richtung Nord- und Ostseeküste und in die Niederlande. Am Sonntag setze dann der Rückreiseverkehr der Wochenend-Kurzurlauber ein. Zu Verzögerungen werde es in NRW vor allem auf der A1, Köln-Dortmund-Hamburg, kommen, schreibt der ADAC. Hohes Staupotenzial gäbe es auch auf der A2, Oberhausen-Dortmund-Hannover, und der A3, Emmerich-Oberhausen-Köln-Frankfurt. Kritisch seien auch die A40, Dortmund-Essen-Duisburg, die A42, Dortmund-Oberhausen-Duisburg und die A45 an der gesperrten Rahmedetalbrücke. Christi Himmelfahrt ist auch in Österreich und der Schweiz ein Feiertag. Das könne dem ADAC zufolge bei schönem Wetter lebhaften Ausflugsverkehr auslösen. Bei einem Stau die Autobahn zu verlassen und über Landstraßen zu fahren, bringe nur selten einen Vorteil. Dann seien oft auch die Ausweichstrecken verstopft.